Six All in the Mix, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem Video. Ey, ständig ist mir irgendwo irgendwas, wenn ich da bin, ja? Letztens am Kudamm, ja? Und jetzt hier, ja? Ist der Hammer. Wo sind wir gerade? An der Schlossstraße. Ich bin jetzt gerade hier am Laufen, weil die U-Bahn nicht kommt, sonst komme ich nicht nach Zehlendorf. Das Rathaus Steglitz und dann mit der S-Bahn. Ich komme nicht nach Hause. Aber gucke hier, was ist denn hier los? Hat da jemand wieder was geklaut oder ist ein Überfall oder was? Meine Fresse, Alter. Ständig ist immer was los, die Freunde. Ja. Die Beamten sind gerade reingegangen. Bestimmt hat da jemand was geklaut oder sowas. Ja. Überfall kann ich mir nicht vorstellen, oder? Ups, ich habe mit dem Video gespuckt. Sorry, wollte ich nicht. Meint ihr, die Polizisten, die Beamten lassen die Autos einfach offen? Lassen sie die offen, was denkt ihr? Ich will halt nicht ausprobieren, ne? Weil ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Daher dachte ich mir, scheiß drauf. Freunde, ein Riesenüberfall, auch hier in der Schlossstraße. Ja? Könnt ihr mal sehen. Schlossstraße. Und hier Dutzend Waren. Keine Ahnung. Wahrscheinlich wieder Diebstahl, aber Diebstahl kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht ist der Überfall oder so ein Scheiß. Weil die sind zügig reingerannt. Na gut, warten wir mal ein bisschen ab. Dafür sind wir irgendwie auch zufällig hier vorbeigelaufen. Wenn, dann nehmen wir alles mit. Go with the flow, Freunde. Ihr kennt das Prinzip. Aber die sind zügig reingerannt. Ich glaube, da ist ein Typ, der dreht voll auf oder jemand versucht irgendwas zu überfallen oder keine Ahnung. Alter. Schlossstraße wird zu Hut oder was? Dicker. Überall sieht es aus wie am Heimatplatz. Ihr kennt meinen schwarzen Humor. Nicht ernst nehmen, Freunde. Mädels gucken aus den Autos. Was ist los mit der Welt? Guck doch deinen Freund an, der vorne das Auto fährt. Wir wollen natürlich nicht so nah ran, weil wegen Gaffer und so. 100 Euro Strafe als Gaffer. Wir gehen mal ganz kurz auf die andere Seite. Jetzt ist noch rot. Ja, ey, Freunde, zurzeit passiert sehr, sehr viel in Berlin. Wir sind noch nicht mal, wir haben noch nicht mal den 31. Heute ist der, was ist heute überhaupt? Der 26. 27. Krass, Mann. Überall geht immer irgendwas. Gut, wir warten jetzt, gehen rüber und lungern ein bisschen rum. Vielleicht sehen wir da was. Ja. Komm, wir machen mal ein Thumbnail. Wir machen mal kurz ein Thumbnail, wenn wir schon da sind. Checken mal die Vibes ab. Also wenn das Zufall ist, dann weiß ich auch nicht. Ich bin ständig immer da, wo irgendwas los ist. Das kann schon kein Zufall mehr sein, ja? Ich habe so ein Polizeiautoradio, Alter. Also, wir machen mal ganz kurz gutes Bild. Jetzt machen wir kurz ein Thumbnail. Ich würde sagen, das reicht. Das Bild haben wir schon drin jetzt. Mich interessiert jedes Mal, egal wo ich bin, sehe ich irgendeine Scheiße. Ständig. Das ist ja schon langsam kein Zufall mehr. Ich bin förmlich immer da, wo was los ist. Fragen wir mal den Fahrradfahrer. Wissen Sie, was hier los ist? Mhm. Wissen Sie nicht? Alles klar. Ständig krass, Mann. Also ich glaube, kein Überfall. Jetzt weiß er mehr. Bitte? Am U-Bahnhof. Ach, am U-Bahnhof. Jetzt weiß ich auch mehr. Dankeschön. Wahrscheinlich jemand ohne Maske rumgefahren. Wahrscheinlich. Dann hat er gesagt, nein, ich will nicht. Dann haben sie... Komm, wir gehen. Er ist der Geilste. Du willst auch gucken, ja? Ja, ja. Du bist auch neugierig, ja? Ja, ja, ja. Auch so ein Gaffer wie ich. Ja. Ja. Geiler Typ. Du bist ein Landsmann. Du bist ein geiler Typ. Du bist ein geiler Typ. Ich glaube, du musst aus Iran kommen. Nein. Nein? Woher kommst du? Nein, nein. Woher kommst du, ich frage? Ich spreche Arabisch. Arabisch? Und du? Ich spreche Russisch. Ja. Deutsch. Ja. Englisch. Ja. Und ich verstehe ein bisschen Farsi.
Ja, also sprichst du Farsi auch? Ja, ich komme aus Tadschikistan. Ja. Ah, okay. Aber ich habe das als kleines Kind gelernt. Heute weiß ich nicht mehr. Ja. Ist Farsi und Persisch das gleiche? Oder? Fast. Also man versteht sich untereinander. Okay. Wenn Iraner über mich lästern, wenn ich in der U-Bahn sitze, dann verstehe ich sie. Ja, sofort. Yeah. Das ist gut für dich. Geil. Woher kommst du sonst? Arabisch? Nee. Ja. Bist du original-arabisch? Ja, original-arabisch. Aber deine Augen sind ein bisschen, ich würde sagen, ich kann lesen, du bist kurdisch. Ja? Ja. Willst du mich verarschen? Nein, ich will dich nicht beleidigen. Ja. Aber weißt du was? Eins ist sicher. Ja. Wir sind alle Menschen. Ja, natürlich. Alles dasselbe. Ja, ich. Ach so. Ach ja, dann ist ja nichts, dann gehen wir wieder hoch. Jemand wurde festgenommen, ich glaube, ein Obdachloser. Ja, aber machen die dann so viel Alarm wegen so einer Person? Ich verstehe es nicht. Heckmerk, ja, das ist sowas. Ja, das ist. Drei Autos gleich. Weißt du, wie schnell die? Ich habe die von Weitem gesehen, bevor ich angefangen zu filmen. Ja, ja. Weißt du, wie die gerannt sind? Ja, ja. Das ist Berlin-Polizei. Berlin ist crazy, ja. Ja. Ich. I agree with you. Ja, genau. Ja, also wirklich. Ja, ja. Bist du gerade auf Arbeit, Meister? Ja? Bist du gerade auf Arbeit? Nein, ich habe Feierabend. Achso, du hast Feierabend, okay. Ja, ja. Ich habe noch ein Stück. Ach so, okay, ja, verstehe. Du wohnst dich hier in der Nähe? Nee. Okay, ich komme auch zufällig. Ach, du kommst ins Hindorf? Ja, und du auch? Ja, auch. Ja, cool. Ja. Aber der Unterschied zwischen uns, ja, du fährst mit. Ich fahre mit der S-Bahn gleich. Nee, weil der Bus ist nicht gekommen. Nee, die U-Bahn auch nicht. Du kannst auch mit Bus. Am 48er. Ah, jetzt, ach so. Da drüben. Nee, jetzt weiß ich, warum die U-Bahn nicht gekommen ist am Weiterschreiberplatz. Wegen dem Einsatz hier. Ah, jetzt verstehe ich. Ja. Ich muss nach Zehndorf, ich wohne da, wo die ganzen teuren Häuser sind. Ja, postest du das auf deinen Insta? Nee, das ist mein YouTube-Kanal. Ja? Yeah. Okay. Ich mach so. Dann mach mal Razzia hier. Razzia am Schlossstraße. Am Schlossstraße, ja, am Bahnhof, ja? Überfall. Ja, genau. Ich wünsche dir was. Dir auch, alles Gute, ciao. Haben Sie was erreicht? Wenn Bro. Ich hier nur jedes Jahr, dass alles schlimmer wird zu Weihnachten. Bro. Alles steht voller Müll voll. Ihr seht, Berlin wird immer katastrophaler. Ja? Wir gehen jetzt wieder rüber. Ich würde sagen, es hat sich doch wieder gelohnt, oder? Ihr seht ja, wir haben viele nette Leute. Wir haben aber auch viele verrückte Leute. Wir sind kurz mit dem Kollegen in die U-Bahn runter und haben die Sache immer gecheckt. Aber das war so ein Obdachloser, den die gefangen haben. Und dann sozusagen gefilzt haben. Der hat eigentlich nichts gemacht? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er was vorher angestellt. Aber ihr seht, Berlin ist verrückt. Verrückt. Ja, so sieht das Ganze aus. Freunde, ein kurzes Video. Ich würde sagen, jetzt hupt der Busfahrer den Typen an. weil der mir zuschaut wahrscheinlich. Ja. Und verrückte Welt, Freunde. Was soll ich sagen? Immer go with the flow. Die Ereignisse passieren von ganz alleine. Und mein Content hole ich einfach so raus, aus dem Nix. Ihr seht's ja. Ich habe diese Energie. Ich weiß, wie ich mich bewege. Und ich finde immer irgendwas, ne, was interessant ist. Hoffentlich. Ich will mich jetzt nicht aufs hohe Podest stellen hier. Aber ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich meine, so viel war das jetzt nicht. Dafür müsst ihr mir auch mal auf meinem Hauptkanal folgen. Wir haben übrigens jetzt auch schon die 10.000 Abonnenten geknackt. Yes, danke an jeden Einzelnen unter euch. Freunde, das war's mit dem Video jetzt, das war's mit der Schlossstraße. Wir haben es jetzt herausgefunden, was da war. Nichts. Ein Obdachloser wurde einfach festgenommen, ohne Grund, Digga, so ohne Sinn. Einfach Obdachlosen festnehmen und richtig niedermachen. Ich meine, ich weiß ja auch nicht, was er gemacht hat. Ja, also von daher wollen wir jetzt nicht auf die Polizei so von oben herab irgendwie, ja, niedersprechen. So, das war das jetzt hier. Wir waren hier. Ich würde sagen, wenn euch das Video jetzt gefallen hat, einfach mal einen Daumen nach oben, oder? Abonniert, aktiviert, das Ganze ist kostenfrei. Und ja, ich hau jetzt wieder ab nach Zehlendorf. Ja, ich wohne ja in Zehlendorf, aber weiter hinten, hinter Zehlendorf. Also macht euch keine Hoffnung, dass ihr mich irgendwann mal in Zehlendorf trifft oder seht oder... Keiner findet mich dort, keiner. Ich bin ja extra aus Steglitz damals ausgezogen, wegen YouTube. Freunde, Six Olynymics, danke fürs Zuschauen. Ein weiterer verrückter Abend hier so. Für meinen Zweitkanal diesmal, dachte ich mir. Ja, das wird für meinen Zweitkanal, nicht das andere Video, was ihr schon gesehen habt auf meinem Hauptkanal, komischerweise. Ja, logischerweise. Haut rein, Six Olynymics, jo. Ihr seht ja, eine Frau fängt an zu schreien aus dem Nichts. Typ, voll maskiert, Fahrradfahrer, der hier arbeitet wahrscheinlich, Diathlon. Ja, diese Gespräche, diese Authentizität ist unschlagbar, ja, aus dem Nichts. Leute sind sehr, sehr offen in Berlin, ja. Jetzt wisst ihr es ja auch mittlerweile. Und Six, ich bin einfach nur die Energie, die sich jedem fügt. Ich versuche nicht egoistisch rüberzukommen oder
mich mit jemandem zu messen. Ich bin einfach so, wie ich bin. Ich quatsch mit Leuten und hau das raus. Peace out. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Zwei Mädels, die mich gerade ausgelacht haben. Easy. Wir nehmen alles so an, wie es ist. Ja, ja, ja. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Folgt mir auf meinem Hauptkanal unten in der Infobox und folgt mir hier auf diesem Kanal. Peace out. Bleibt, wie ihr seid. Lasst euch von niemandem verbiegen.